Grüß Gott und hallo. Ich bin Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zu dem Thema obstruktive Bronchitis. Man nennt sie auch spastische Bronchitis. Es handelt sich dabei um eine Verengung der Atemwege. Und zwar der unteren Atemwege. Der Bronchien, wie der Name Bronchitis ja auch sagt. Diese Verengung führt zu einer Atembehinderung oder Dyspnoe, wie wir das nennen. Beim Ein- und beim Ausatmen tut sich ein Mensch mit einer obstruktiven Bronchitis schwer. Das klingt dann so. Auf Dauer strengt das so an, dass es das Allgemeinbefinden wesentlich beeinträchtigt. Es ist keine angenehme Erkrankung und das Ziel muss sein, diese Verengung zu lösen. Diese obstruktive Bronchitis kommt bei Säuglingen auch schon vor, genauso wie bei Erwachsenen. Das Gute bei Säuglingen ist, dass sie eigentlich eine gute Prognose haben, dass sich das eines Tages wieder verwächst, dazu aber später mehr. Die Ursache für eine solche Verengung ist vielfältig. Am häufigsten sind es Infekte, meist Virusinfekte, die das bewirken. Es gibt allergische Ursachen. Wir reagieren, vor allem wenn wir ein empfindliches Bronchialsystem haben, auch auf die Umweltverschmutzung, auf den Smog. Und dann gibt es auch Kinder, die beim Zahnen so reagieren, dass die Bronchien obstruktiv werden. Diese Kinder haben dann das besondere Phänomen des Happy Wheezings. Das heißt übersetzt, sie sind zwar eng, aber sind trotzdem glücklich dabei. Tatsächlich ist es so, diese Kinder tun sich schwer beim Atmen, machen aber sonst einen ganz zufriedenen Eindruck. Auch das ist streng genommen eine obstruktive Bronchitis, aber sie besteht eben nur während der Zahnungszeit. Wenn die Zähne alle durch sind, dann haben diese Kinder dieses Problem nicht mehr. Was zur obstruktiven Bronchitis auch dazu gehört, das ist die Neigung zum Husten, und zwar zu einem quälenden, zu einem trockenen Husten, der oft noch mehr stört als die eigentliche Atemwegsbehinderung. Das Ziel der Behandlung dieser obstruktiven Bronchitis ist es, die Bronchien, die verengt sind, zu erweitern und damit wieder eine freiere Atmung zu ermöglichen und natürlich auch diesen Husten zu vermindern. Manchmal genügt es, wenn man die äußeren Bedingungen verändert, also zum Beispiel aus einem trockenen, heißen Raum ins Freie zu gehen, an die feuchte, kühle Luft. Aber in der Regel kommt man um die Gabe von Medikamenten nicht herum. Die gibt es in Form von Tropfen, in Form von Säften. Oftmals ist es auch notwendig, Inhalationen durchzuführen. Bei kleinen Kindern ist das gar nicht so einfach gewesen früher. Heute gibt es Inhalierhilfen, mit denen das leichter ist. Ich zeige hier auf diesem Foto eine typische Inhalierhilfe. Sie erkennen eine Maske. Diese Maske setzt man auf das Gesicht des Kindes, nachdem man auf der anderen Seite mit diesem Dosiererosol die entsprechende Medizin hineingesprüht hat und lässt das Kind einfach einige Atemzüge durch die Maske atmen. Da ist ein Ventil drin, sodass beim Einatmen die Medizin und beim Ausatmen die Ausatemluft jeweils in den richtigen Raum gelangen. Bei der Inhalationstherapie ist es wichtig, dass Sie sich genau an die Anleitung Ihres behandelnden Arztes richten. Manchmal ist auch die Gabe von Cortison notwendig, oftmals in Form von Zäpfchen oder Säften verabreicht. Inhalationen nur mit Kochsalz über ein Vernäblergerät können bei manchen Kindern auch hilfreich sein. Zu der obstruktiven Bronchitis ist zu sagen, dass es Menschen gibt, die zu dieser Bronchitis neigen. Sie haben diese Empfindlichkeit und deshalb neigen sie immer wieder dazu, entsprechend obstruktiv zu reagieren. Für diese Patienten ist es wichtig, dass die Eltern
die notwendigen Medikamente immer parat haben. Also zum Beispiel ist es wichtig, daran zu denken, diese Medikamente in den Urlaub und bei Besuchen mitzunehmen. Ein weiteres Problem dieser obstruktiven Bronchitis ist, dass, wenn sie häufiger auftritt, durchaus auch in eine asthmatische Erkrankung übergehen kann, wodurch es dann manchmal notwendig ist, über eine längere Zeit eine bestimmte Inhalationstherapie durchzuführen. Aber ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, dass speziell die obstruktive Bronchitis bei Säuglingen meistens sich verwächst nach einer gewissen Zeit. Nach 2 bis 4 bis 5 Jahren haben die meisten Kinder mit einer obstruktiven Bronchitis keine weiteren Probleme mehr. Und diese Hoffnung sollten Sie sich nicht nehmen lassen. Ein tastbarer Lymphknoten. Lymphknoten sind eigentlich ganz kleine Knötchen, die sich unter der Haut befinden. Wir haben hunderte davon, wie Erwachsene, genauso wie die Kinder, die sich aber normalerweise nicht tasten lassen. Brechdurchfall oder, wie wir Mediziner sagen, Gastroenteritis oder, wie die meisten diese Erkrankung kennen, unter dem Namen Magen-Darm-Grippe.